Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Top 5 PvP Texture Packs in Minecraft. Mich würde es echt freuen, wenn wir schon am ersten Tag die 1000 Likes knacken würden. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, das erste Pack, was ich euch zeigen möchte, ist dieses Honey Pack. Und im Hintergrund könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Schwerter betrachten. Mich würde es echt freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare abgibt. Hier seht ihr das Holzschwert, hier Goldschwert, hier Steinschwert und hier natürlich Dia-Schwert. Und in meinen Augen ist es mega cool gemacht. Solche Honigtexturen mega, mega gut gemacht auf jeden Fall. Hier schauen wir uns mal den Bogen an, wenn wir ihn spannen. Ihr seht, der Pfeil wechselt zwischen Farben und am Ende ist er animiert. Mega, mega cool gemacht auf jeden Fall. Die Rod können natürlich auch noch betrachten und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Eine normale Rod, also Default Rod mit einer anderen Farbe. Hi Huhn, wie geht's dir? Hier können die Erze betrachten. Gold, Eisen, Dias. Die Dias sind auch so wie Honig und hat da irgendwie sowas Schwarzes drumherum. Mega cool. Die Gold Apples sind ebenfalls so komisch. Finde ich mega, mega cool gemacht auf jeden Fall. Was mir auch mega gefällt, ist die Enderperle einfach. Jetzt können wir noch das Feuer betrachten. Hier seht ihr es auf jeden Fall. Auch in diesem Orangeton. Hier könnt ihr die Erze betrachten. Schön umrahmt mit einer coolen Kontur. Mega, mega gut. Wenn ihr in Verzauberung bzw. Endertool reingeht, seht ihr hier den Inhalt. Mega cool auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt natürlich die Lava betrachten. Low Fire ist auch da, wie man es natürlich in einem PvP-Pack haben möchte. Was ich auch cool finde an allen Texture-Packs, die ich euch vorstelle. Hier können wir natürlich hier noch die Tränke betrachten, beziehungsweise Partikel, ihr seht ja. Und zwar sind alle Texture Packs, beziehungsweise Resource Packs, FPS boosted. Bedeutet, ihr habt mit den jeweiligen Texture Packs, bis auf mit einem, glaube ich, mega viel FPS. Finde ich mega, mega cool. Hier natürlich die Dia-Rüstung auch in diesem orangenen Ton. Hier können wir natürlich direkt die Partikel noch angucken. Die sind natürlich auch leicht orangelich. Und dann kommen wir zum nächsten Pack. Das nächste Pack ist das Crypt Pack. Und ihr könnt schon sehen hier, die Schwerter finde ich mega cool designt, ohne Witz. Schlicht gehalten, mega gut. Hier können wir die Rod und natürlich den Bogen noch betrachten. Der Bogen wechselt von grün zu gelb zu rot, beziehungsweise so ein bisschen orange. Hat es auch drinnen. Aber auf jeden Fall, die Rod ist auch so in dem Touch, so in dem orange-roten. Hier können die Erze betrachten. Gold, Eisen, Dias. Die Gold-Apple finde ich auch mega interessant. Und das ist, glaube ich, ein 16x16-Pack, sollte das Ganze sein. Die Enderperle auch zu türkis umrahmt. Das Feuer sieht so aus. Und finde ich auf jeden Fall mega, mega gut. Hier können die Erze betrachten, auf jeden Fall auch mega gut für ein UHC-Pack. Was ich aber cool finde an den PvP-Packs, die sind ja wie gesagt FPS-boosted und ihr seht ja hier die ganzen Werkbänke, beziehungsweise den Inhalt davon, mega gut. Und wenn wir hier in die Lava gehen, auch natürlich Low-Fire, was mir auch mega gefällt, ist dieses Silber-Chrom, also die Hotbar hier unten, mega cool. Und hier können wir natürlich noch die Tränke, die Partikel betrachten. Ihr seht, die sind auf jeden Fall, glaube ich, Default. Und lass mich jetzt, ohne dass ich jetzt lüge. Wir können natürlich noch die Rüstungen betrachten, sind auch leicht geändert. Mega cool auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir hier noch die Partikel an. Sind so bräunlich, würde ich mal behaupten. Mega cool auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum nächsten Pack. Das nächste Pack ist das Cyber Chance Pack. Und was mir bei dem Pack mega gefällt, sind die Schwerter. Die haben nämlich solche, keine Ahnung, ich finde die mega interessant. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich glaube mal, vielleicht kennen auch einige von euch das Pack. Und ey, ohne Witz, die Schwerter, die sehen mega cool aus. Das passt auch alles perfekt zusammen. Genauso wie mit dem Bogen und der Angel. Und ihr seht auch, das ganze Inventar ist so durchsichtig, mega cool. Und die Rod sieht so bläulich aus. Der Bogen wechselt jetzt nicht stark, bis auf am Ende seht ihr die Partikel wieder, dass solche Partikel so ein bisschen ausrasten. Mega, mega cool. Hier können natürlich auch noch die Erze betrachten, Gold, Eisen, Dias und hier dann natürlich das Feuerzeug, was jetzt in meinen Augen nicht so krass nach einem Feuerzeug ausschaut. Die Goldäpfel sind auch so türkisblau. Hier könnt ihr das Feuer betrachten, das sieht mega cool aus, weshalb ich auch das Pack reingebracht habe. Die Werkbänke sehen so aus, auch mega cool. Und die Erze sehen auch mega interessant aus, also deswegen habe ich das Pack auch reingebracht. Ich finde es mega interessant, das Pack. Und die, ja, Pilze sehen auch so ein bisschen
abgespaced aus. Was ich auch cool finde beim Verzaubern, ist hier das Buch auch so blau gemacht worden. Hier geben wir natürlich die Lava rein, um das Feuer zu beachten. Das ist türkis-weiß, würde ich mal behaupten. Dann noch das Wasser ist auch ganz klassisch. Hier die Pots wurden verändert leicht und die Partikel auch ein wenig. So, gucken wir die kurz an. So, nee, das sind immer noch Default-Partikel. Schade drum, aber der Amboss ist auch aus Eisen. Mega, mega cool. Die Rüstung so ein bisschen verdreckt, dunkel gemacht. Mega cool auf jeden Fall. Ich habe das Pack genommen, weil es mir mega gefällt, weil es echt interessant ist. Hier den Stick, der Stock in dem Fall, sieht mega cool aus. Und der Villager ist dann im Prinzip sterben gegangen. So, die Partikel sehen auch türkis aus. Und ich hoffe, euch gefällt das Pack. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Pack. So, das nächste Pack ist dieses Mint-Pack. Und ihr wisst ja, was Mint heißt. Grün, bisschen türkis noch eingebracht. Das seht ihr da unten an der Hotbar. Finde ich mega, mega cool. Die Schwerter sind relativ klein, vorab wollte ich gesagt haben. Und der Bogen sieht auch mega cool aus. Also mir gefällt das echt cool, das Mint-Pack. Und hier können wir natürlich das Ganze blocken. Hier noch die Rod zeigen. Ist natürlich auch in einem Mint-Touch. Mega cool. Die Dias sind natürlich auch Mint, genauso wie die Äpfel. Und das Feuerzeug ebenfalls. Und ja, ihr seht ja, das Feuer ist ebenfalls in diesem grünlichen Touch. Finde ich mega cool. Die Erze gefallen mir auch mega gut. Wobei die Smaragde jetzt, glaube ich, nicht verändert wurden. Und hier seht ihr die Diamanten, welche natürlich als Kultur so rumglänzen, finde ich mega gut gemacht auf jeden Fall. Das Eisen gefällt mir auch mega gut. Wir können natürlich noch die Inventare von jeweiligen Handwerkbackofen und natürlich Enchanting Table betrachten. Hier Low Fire ist auch vorhanden. Das Feuer ist schwarz, finde ich auch mal eine coole Sache. Und die Pots sind in meinen Augen nicht geändert. Hier können wir natürlich nochmal den Amboss sehen, der ist auch so wie das vorige aus diesem Eisen. Hier können die Rüstung betrachten. Mir gefällt die Goldrüstung oder allgemein beim Pack die Rüstung mega stark. Hier solche Art so ein Pilotenanzug, keine Ahnung was, hier Ketten. Hier Dia in diesem Mint-Touch, mega nice. Hier natürlich Eisenrüstung, hier die Goldrüstung so als König. Mega gut gemacht auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Partikel an. Ihr seht, die sind natürlich auch in diesem Grün. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Pack. So wie ich schon am Anfang gesagt, habe ich ein Pack, welches mega hochauflösend ist und für einige PCs vielleicht nicht so flüssig läuft. Bei mir läuft es auch nicht mega flüssig. Und hier seht ihr die Schwerter, die sind mega cool. Ohne Witz, ihr seht hier unten auch die Uhr. Mega, mega geil designt einfach. Oh, sorry, cool. Und ihr könnt auch die Rod betrachten. Das ist alles mega cool. Der Bogen wechselt auch so die Punkte von grün, gelb zu rot. Auf jeden Fall mega gut designt das Ganze. Props an den Ersteller. Und ich glaube sogar, ja, das Feuerzeug sieht auch mega gut aus. Genauso wie die Goldäpfel. Also macht euch echt ein eigenes Bild von den jeweiligen Texture Packs. Ich habe das reingebracht aus dem Grund, gut, die Erze wurden jetzt nicht verändert. Aber ich finde, einige Texturen davon sind mega hochauflösend. Deswegen gefällt mir das mega. Vor allem diese Mischung aus Blau und natürlich diesem Hochauflösenden. Hier die Partikel können wir uns auch noch betrachten. Die sind verändert worden. Welches, keine Ahnung, feiere ich mega. So, das müssen wir jetzt nicht trinken. Und was mir auch noch gefällt, sind die Rüstungen hier. Ihr seht ja Gold, Eisen und Dia. Die natürlich solche Übergänge haben. Mega, mega gut. In meinen Augen sollte das ja eigentlich auf dem letzten Platz sein. Aber ich denke mal, da ja das Video eh von Anfang bis zum Ende geschaut wurde. Ich habe ja auch kein Rating gemacht. Also das wäre eigentlich das schlechteste Pack gewesen von allen. Deswegen habe ich auch zuerst die anderen vorgestellt. Lasst gerne eine positive Wertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir mal Ideen für andere Top 5 Texture Packs unten in die Videobeschreibung. Beziehungsweise auch Top 3, Top 5, Top 10, Top 20, keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch mal einen Top 100, wäre auch mal witzig. Und ja, schaut bei den anderen Videos vorbei. Haut rein, euer Baumblock. Bis zum nächsten Video. Tschüss.